Malte von Interbrigadas, nein, wird für Interbrigadas heute sprechen. Darf ich dich auch nach vorne bitten? Interbrigadas machen vor allen Dingen Brigaden, haben allerdings auch einen Verein gegründet zum interkulturellen Austausch zwischen Europa und Lateinamerika und unterstützen linke Politik in Lateinamerika, berichten über Arbeitskämpfe dort. Danke. Wie schon gesagt, ich bin Interbrigadas und wir machen Solidaritätsarbeit in Lateinamerika. Argentinien gehört nicht zu den Ländern, in denen wir viel waren, Einzelpersonen schon. In meinem Text werde ich auch darauf Bezug nehmen, wo wir so politisch groß geworden sind. Und verlese jetzt hier unser Grußwort an die Bewegschaft Insanon, die ich verknüpfen möchte mit so ein paar Reflexionen, was unsere eigene politische Arbeit auch in dem mit hier Arbeiterinnen und Controller angeht. Der lange Kampf der argentinischen Arbeiterinnen um ihre Fabrik Zanon und selbstbestimmte Produktion verkörpert für uns den Gedanken und die Praxis einer alternativen Wirtschaftsweise, die auf Selbstbestimmung und Solidarität beruht. Zanon war für die Politisierung unserer Generation ein wichtiges Beispiel und ein lebendiges Argument in den Diskussionen um eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Seht ihr, es funktioniert doch auch anders. Hielten wir noch als Schülerinnen unseren Gesprächspartnerinnen entgegen, darunter unsere Eltern, Lehrerinnen, Mitschülerinnen und Freundinnen. Beispiele wie Zanon brachten für uns ein Stück aus der Zukunft einer anderen Gesellschaft, in der die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen sollen. Der praktische Fokus unserer Gruppe jedoch richtete sich nicht nach Argentinien auf die Bewegung der besetzten Fabriken, denn die bolivarische Revolution in Venezuela zog uns ab 2006 in ihren Bann, wo es für uns große Hoffnung auf einen breiteren gesellschaftlichen Wandel gab. Dort wurden wir von den Wellen der gesellschaftlichen Euphorie mitgerissen, mischten uns unter das Meer aus roten Fahnen und T-Shirts bei linken Demos von unbekanntem Ausmaß und spürten das Herzblut, mit dem die Venezolanerinnen an jeder Straßenecke über ihre Revolution diskutierten. Die Arbeiterinnenkontrolle sollte jedoch bald wieder konkreter in den Fokus geraten. Denn durch die vielen Jahre Erfahrung vor Ort erkannten wir zunehmend Widersprüche in der bolivarischen Revolution. Wir besuchten besetzte Fabriken, lernten die Geschichte und Kämpfe der Arbeiterinnen in vielen Kooperativen sowie Betrieben kennen und luden sie zweimal unter dem Motto Control Obrero, Arbeiterinnenkontrolle in Venezuela, nach Deutschland ein. Aus den vielen Tagen, Diskussionen und Auseinandersetzungen schälte sich mit der Zeit ein Kern an kritischen Fragen heraus, der nicht nur auf Venezuela bezogen blieb. Viele davon sind bis heute offen geblieben. Fabrikbesetzungen sind ein politischer Akt mit viel symbolischer Ausstrahlungskraft. Sie erfolgen, wie auch im Falle von Zanon, meist in wirtschaftlichen Krisensituationen als Antwort auf drohende Schließungen oder Aussperrungen der Arbeiterinnen. Damit lösen sie sich jedoch selten aus der grundlegend prekären Situation, sondern führen in die Selbstverwaltung der Prekarität. Denn der Traum einer sorglos selbstverwalteten Fabrik ist nicht zu trennen von dem Traum einer selbstbestimmten Gesellschaft. Dieser Zusammenhang ernüchtert und gibt Mut zugleich. So ist die Bewegung der Arbeiterinnenkontrolle nicht die Antwort auf die Frage nach dem Weg gesellschaftlicher Veränderung, aber dort, wo sie heute noch an ihre Grenzen stößt, treibt sie uns auf die Suche nach der politischen Strategie für die Veränderung der gesamten Gesellschaft. Dies macht sie zu einem wichtigen Bestandteil der linken politischen Kultur. In diesem Sinne wünschen wir den Freundinnen von Zanon alles Gute und grüßen mit einem La Lucha Sigue.